Herzlich willkommen. Viele von euch, die ihr Globus-Syndrom habt, hört ihr, dass es mit der Psyche zu tun hat. Was ist die Lösung? Wie kann man etwas entspannen, wenn man willentlich das kaum machen kann? Das Nervensystem entspannt sich dann, wenn die Muskulatur rumherum sich ausdehnt. Und heute möchte ich zeigen, wie die Verspannung des Kehlkopfes mit der Verspannung der Augen zu tun hat. Sobald ihr das Gefühl haben könnt, die Auge inhaliert, die Auge saugt, die Auge ist dreidimensional, dann werdet ihr besser die Augennerven entspannen können. Seht ihr, das ist eigentlich, die Auge sieht so aus. Diese gelbe sind diese Augennerv, das ist die Nervus oculomotorius. Und dieser Nervus oculomotorius hängt eng mit dem längsten Nerv, Parasympathikus, Entspannungsnerv, mit dem Vagusnerv zusammen. Und dieser Vagusnerv verbindet sich auch mit dem Facialisnerv. Der vierte Nerv ist eigentlich bei der Zunge hinten, Zunge-Rachenbereich. Das ist der Glossopharyngeus. Das heißt, wenn dieses Nervensystem sich entspannt, dann habt ihr ein Gleichgewicht. Aber wie kommen wir dazu? Ich würde heute eine Übung mit euch machen. Dazu müsst ihr die Augen zumachen und geht mit der Vorstellung ganz weit nach hinten, da wo ihr diese gelbe Bündel seht, da hinten, wie ein Beobachter da hinten, bleibt hinten da und versucht eure Aufmerksamkeit von hinten aus auf den Augenlid, auf den Augenlider machen. Fixiert eure Aufmerksamkeit hier. Wobei ihr die zwei Augen richtig verengt und nicht äußerlich. Es ist hinten innen so eine extreme Engstellung macht. Dadurch durchblutet sich die Auge besser und entsteht genau in der Gegenrichtung eine Dehnung. Also je enger das wird hier, desto mehr spürt ihr, wie die Zunge in die Breite sich entspannt, ausdehnt. Ich sage, wie ein Kuchenteig richtig aufgetaut wird, also die Enge, hilft euch, die tiefe Muskulatur wahrzunehmen. Die Zunge, harte Gaumen, da kommt gleich das Gähnen, neben den Nasenflügel, Jochbein, Stirn mache ich ganz schnell jetzt. Mitte macht das zu Hause langsamer. Und zum Schluss im Bereich Schläfen. Man hat ein Gefühl durch diese Engstellung von hinten her, fixierend an die Augenlider, ganz Engstellung, als ob man hinter den Augen lächeln würde. Wenn das eingestellt wird, dann habt ihr diese Parasympathikusnerv, diese Augennerv entspannt und die Luft kann viel besser sich ausdehnen nach oben zum Schläfen hier. Und in dem Moment entspannt sich die Kehle, verschwindet sich die Enge, diese enge Gefühl, diese Verspannungsgefühl im Kehlkopfbereich. Okay, also bitte nach hinten gehen, fixieren an den Augenlider, Engstellungen, du merkst, wie langsam aufgetaut wird. Und nicht nur oben wird alles breiter, sondern auch im Bereich Becken, Brustraum. Es entsteht ein Gefühl wie ein Aura rumherum. Und was das Schönste ist, ihr fühlt euch nachher gelassen, ihr habt mehr Freude. Ihr könnt euch richtig Glück empfinden. Zum Schluss möchte ich euch meine Bücher zeigen, wenn ihr weiterhin und mehr über meine Arbeit erfahren möchtet. Erstes Buch war Supraleitung, der Weg zur Mitte. Mein zweites Buch, Das Schauspiel des Lebens. Dazu gehört ein CD im Stil von Classic Pop Crossover. Und Bewusstes Singen, mein drittes Buch. Momentan bin ich dran mit dem vierten Buch über Globus-Syndrom. Ich wünsche euch viel Spaß und Geduld bei der Übung und Erfolg. Bis bald. Tschüss.